Im Angesicht des Rassenantisemitismus warnte Eugen Richter im Deutschen Kaiserreich noch als ein Baby mit Bart flüssig war, vor die verderbliche Wirkung der christlichen Bewegung oder der christlichen Sozialbewegung. Denn bevor es zur Endlösung der Judenfrage in der brutalen Nazizeit kam, hatte 60 Jahre vor der Shoah 1880 Eugen Richter vor dem Preußischen Landtag noch das Wort zu der Judenfrage erteilt bekommen. Und Eugen Richter sagte: Sie sprechen von der Judenpresse. Sagen Sie es doch offen heraus. Es ist die liberale Presse, die Ihnen nicht gefällt. Weil man die Liberalen in ihren Grundsätzen nicht bekämpfen kann. Ohnmächtig dagegen ist in den großen Städten. Darum wird der Rassenhass zu Hilfe gerufen, nicht bloß um das Judentum zu bekämpfen, sondern es ist die verzweifelte Anstrengung der konservativen Bestrebungen, um sich über Wasser zu halten, hat man zu solchen Mitteln greifen müssen, um den Liberalismus anzugreifen. Zitat Ende. Also die Juden schlägt man, die Liberalen meint man. 2020 wurde im Verschwörungssumpf von der Lügenpresse gesprochen, oder auch schon 2010. Und im Kaiserreich 1880 von der Judenpresse. Doch entstand die Diskussion im Zuge der jüdischen Emanzipation ein Jahrhundert davor, um 1750 in Großbritannien. Es mag mit der Zeit der Eugenikbewegung des 20. Jahrhunderts der Rassenhass im Weltverschwörungsmythos nach dem Ersten Weltkrieg so sehr sich im geschlossenen System verfestigt haben, dass die Juden als Sündenböcke dienten, wohinter stand, dass ein totalitärer Geist eine liberale Welt verachtete und ein Feindbild zum Sturz brauchte. Also eine Operation unter falscher Flagge. Die Juden sind die Bösen. Und um unsere Macht verfestigen zu können, brauchen wir sie, damit wir einen Feind haben, gegen den wir kämpfen. Weil ohne einen Feind hört uns keiner zu. Im 19. und 20. Jahrhundert gab es immer wieder Schwindler, die durch ihre veröffentlichten Schriften um sich selbst herum einen Kult fast schon erschufen. Weil mit einer Leichtgläubigkeit vieles schwer Verdauliche einfach geschluckt wird. Ohne aber zu hinterfragen, was man überhaupt für schwere Brocken verfaulter Denknahrung schluckte. Es ist aus meiner Perspektive betrachtet essentiell, dass es Aufklärung über Sekten und Manipulationen gibt, weil ohne ein Wissen davon ein guter Redekünstler nicht durchschaut wird, wodurch er mehr Sympathien erhält, als er verdient. Wie hat Alex Jones, ne? Alle hören Alex Jones zu. Weil er so tolle Reden schwingen kann von Freiheit, von Menschheit, von Gerechtigkeit und von Gott. Es ist alles a spiritual battle, hä? Alles ein spiritueller Kampf, den wir für die Freiheit unserer Ahnen sozusagen noch immer ausfechten würden. Im Namen Gottes. Das ist Fanatismus. Und das muss man als dieses benennen, was es ist, wenn sich etwas als was Gutes darstellt. Und dann eben viele große Fehler begeht. Ohne jetzt hier weiter Scherze zu machen, weil, wie gesagt, Sie sprechen von der Judenpresse. Sagen Sie es doch offen heraus. Es ist die liberale Presse, die Ihnen nicht gefällt. Genau wie Alex Jones das sagt. Das erinnert so scheiße an Alex Jones. Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen mehr schimpfe, aber ich kann ja auch mal ein bisschen wütend werden. Und das ist eben die Sache. Dass Alex Jones immer solche Wutreden geschwungen hat und dabei eben auch immer gesagt hat, dass es immer hier die Liberals sind, Liberal Left Press, Liberal Left, das sind ja die Bösen, Liberal Left Satanists. Solche Sachen hat er immer von sich gegeben. Und das ist das Ähnliche, was Eugen Richter beobachtet hat, 1880. Deswegen will ich mehr auf die Geschichte eingehen, die vor den scheiß verkackten Nazis gewesen war. Also, das hat mit Rassenhass zu tun, ne? Der dann zu Hilfe geeilt hat. In Anführungsstrichen. Den man da genutzt hat. Weil man konnte so leichter die Menschen in ihrer Wut aufwiegeln.
Wenn einmal etwas in der Welt ist, das wird man nicht mehr aus der Welt bekommen können. Da glauben die Menschen dran. Das Spaghetti-Monster ist echt. Und ja, jetzt gehe ich wieder mal weiter, weil es geht, da hat damit zu tun, dass eben, und das ist eben die Scheiße daran, die da gesehen werden kann. Alex Jones sagt immer, er ist für Freiheit, aber dann greift er eben die Liberalen an, weil die eben gegen das stehen, was sein christlicher Fundamentalismus ihm selbst sagt, wenn er gegen die Satanisten kämpft. Und so muss er die Liberalen bekämpfen, wenn er die Satanisten bekämpft. Das ist alles ziemlicher Wahnsinn, muss ich echt mal zugeben, was man da alles sich angehört hat. Also ich bin der Beobachter. Ich habe mir das alles angesehen. Ich habe beobachtet. Teilweise mir gedacht, ja, da kann was dran sein, aber dann wieder große Fragen bekommen bei dem ganzen Scheiß. Also man sollte vorsichtig sein, was die Menschen einen zum Fressen geben, was die einen für einen Fraß vorwerfen, den man dann tatsächlich essen kann, wenn der irgendwie schön serviert wird, aber hinterher ist es nur, ich will es nicht sagen, wie dem auch sei. Wie im vorherigen Video über einen Abriss der Geschichte erwähnt, kam es über die Jahrhunderte immer wieder zu Glaubenskämpfen, wo die vermeintlich guten Christen irgendwas, was ihnen Angst bereitete, dem Teufel austrieben, um es kontrollieren zu können. Wenn Wissenschaft auf Religion traf, haben in der Geschichte Erfindungen auch immer Ängste beschert. So war die Dampflok, habe ich hier falsch geschrieben, Entschuldigung, beispielsweise eine große, laute und schnelle Maschine, deren Licht bei Nacht etwas von Teufelsaugen haben konnte. Wie vor 20 Jahren in der Schule gelernt. Also das wurde damals gesagt. Die Dampflok, die hat damals den Menschen Angst gemacht, weil die war laut, groß und da war viel Rauch gewesen. Und es hat ja den Menschen Angst gemacht, die halt christlich geprägt gewesen sind. Die haben gedacht, da kommt der Teufel angefahren. Ist ja auch irgendwo verständlich, wenn man sich in diese Welt damals hineinbegibt, in diese alte, neue Welt, die es da gegeben hat. Und ja, fertig. Und deswegen sollte man aufpassen, wo der Glaube Ängste befeuern kann, die eigentlich gar nicht da sein bräuchten. Weil da wieder alles so groß gemacht wird. Und so bin ich ab Sommer 2001 sogar Zeuge der Satanic Panic in Deutschland geworden, als nach einem in Medien gehypten Mordfall wegen Metal-Musik aus mir in der Schule ein Teufel gemacht wurde, ohne dass ich mich damit jemals identifizierte. Also das kann man jetzt auch in der Netflix-Serie Stranger Things Teil 4, also in der vierten Staffel kann man das sich ansehen. Da gibt es auch einen Eddie, mein Namensvetter, da gibt es auch den Eddie, der auch eben symbolisch dafür steht, was damals in den 80er Jahren passiert ist mit den West Memphis 3. Das sei nur am Rande erwähnt. Ich habe das auch erlebt, wenn auch in einer abgeschwächten Form. Aber trotzdem, ich habe es auch erlebt, diese Vorwürfe zu kennen. Ja, ich habe mich damit, wie gesagt, nie identifiziert. Ich habe damit gespielt, ich habe provoziert mit meinem Antichrist-T-Shirt und anderen Sachen, sogar mit einem Charles Manson-T-Shirt. Jedenfalls war das einfach nur Öl im Feuer der Satanic Panic. Und wenn man mal die Satanic Panic beleuchtet und die Geschichte damit reinbringt, da gehen nur die Warnzeichen an, das blinkt überall. Das blinkt wie ein Weihnachtsbaum. Da muss man vorsichtig sein, weil mit Humor kann man zwar umgehen, aber da, also bei diesem Thema, man sollte nicht über die schwarzhumorigen Grenzen des Heftigen sozusagen, des ultimativen Heftigen treten, wie ich das gemacht habe. Naja. Auf jeden Fall kann man dann halt auch Umwege laufen in diesem Verschwörungssumpf. Weil ich war so gewesen, ich wollte vorurteilsfrei bleiben, weil ich habe Vorurteile erlebt wegen diesem Scheiß. Und kurz gesagt, habe ich dann muslimische Menschen in der Klasse gehabt, die von 9-11 geredet haben, von Tupac geredet haben, von einer Verschwörung. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn da was dran sein soll, was die glauben, dass da was dran ist, dann guckst du nach. Und so habe ich nachgeguckt, wie ich auch nachgeguckt habe, was in rechter Musik, rechtsextremer Musik, für Texte gesungen werden, was da verbreitet wird, was Menschen denken. Ich bin da psychologisch dran gegangen, ohne aber jemals mit Psychologie in Berührung gekommen zu sein. Trotzdem, ich denke psychologisch mein Leben lang irgendwie. Ist halt so. Ach ja.
Und so fand ich auf der einen Seite wegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung der letzten Jahrhunderte interessant, was mit der blutigen Spur über die Geschichte der Christianisierung und Hexenverfolgung gelernt wurde. Nachdem die letzten Heiden Westeuropas im 8. und im 13. Jahrhundert in Nordeuropa bekämpft wurden, kam es neben der Ritualmordlüge des 12. Jahrhunderts im 14. Jahrhundert zum Verschwörungsmythos der Brunnenvergiftung, gefolgt von Frauen als Hexen und Zauberer. So schrieb König Jakob von England das dreibändige Buch Dämonologie, das, so wie es auf Wikipedia zu lesen ist, wie auch der Hexenhammer in Deutschland extrem hexenfeindlich war. Aus der schmalen Brille des religiösen Fundamentalismus betrachtet, rechtfertigte der Glaube an den Teufel einen Kampf gegen das, was anders war oder sich falsch verhielt. Religion war dabei gegebenenfalls ein Herrschaftsinstrument zum Machterhalt. Wenn das Volk sich im geirrten Gruppendenken gegen Andersdenkende radikalisierte und sie als irrtümliche Gefahr empfand. Weil dadurch wird ja die Integrität des Königs untergraben, ne? Wie dem jetzt aber auch sei. Verschwörungen gegen die Christenheit durch die Juden. Oh mein Gott, da waren wir doch schon mal gewesen, oder? Und das hier im Mittelalter ist ja bis zum 12. Jahrhundert kein weiter Weg gewesen, vom 8. Jahrhundert aus gesehen. Das sind nur 400 Jahre. 400 Jahre von der Zerstörung der Iminsul, dem Heiligtum der Sachsen und davor von der Zerstörung der Donaueiche durch Bonifatius. Und da sollte dann den Sachsen der Tod ereilen, wenn die halt sich gegen die Christen verschwören. Und genauso kann man dann sagen, man hat 400 Jahre später nicht dazugelernt, auch wenn die Gesetze entschärft worden sind mit der Todesstrafe damals gegen die Sachsen, die dann niedergeschlagen worden sind, ne? Dann hat man eben auch Heimtücke, Schadenzauber und Verschwörung gegen die Christenheit durch die Juden. Und dann gab es eben Pogrome. Okay, also das hat alles einen Einfluss gehabt, was der König geschrieben hat für eine Dünnschiss, für einen geistigen Dünnschiss auf Intellektuelle, englische und schottische Intellektuelle. Oh mein Gott. Wie intellektuell ist das denn, wenn daraus Gewalt entsteht? Mal so als Frage. Und der hat eben dieses Buch Dämonologie hier beschrieben gehabt. Was man hier nochmal sehen kann. Da komme ich dann gleich auch nochmal zu, weil man sollte sich dieses Bild hier mal bitte einprägen kurz. Das mag so weit gegangen sein, dass Menschen aus Frankreich die Kirche Englands der Teufelsanbetung bezichtigen, wie es in Frankreich den Freimaurerlogen nachgesagt wurde, aufgrund der Verbundenheit zum Templerorden. Und heutzutage fand ihren Weg in die Kirche Englands eine sogenannte Satanic Fashion Show mit Freimaurersymbolik, die jeden wahren Verschwörungsgläubigen den vermeintlichen Beweis liefert, dass die luziferianische Initiation naht. Deshalb wundert es nicht, wenn in einem Forum jemand schrieb, die afrikanischen anglikanischen Kirchen wissen bereits, dass die Kirche von England von Freimaurern überrannt wurde. Zitat Ende. Gab es in der Vergangenheit einen Pamphletkrieg der Verteufelung zwischen Frankreich und England vor ein paar Jahrhunderten, so wird noch heute die anglikanische Kirche Englands als von Satanisten besetzt gesehen, angesehen. Wenn religiöser Fundamentalismus nur eine Welt mit einem Gott haben will, kann es nichts anderes außer die Auslegung der eigenen Weltanschauung entgegen aller Lebensrealitäten geben. Weil das, was anders ist und Heidenangst erzeugt, muss in dieser Logik einer dunklen Seite dienen. Es gibt nur das eine oder das andere. Etwas dazwischen gibt es nicht. Ihr erkennt sofort Freimaurersymbolik. Also hier hinten Zirkel und sowas von den Freimaurern. Winkelmaß und Zirkel kann man hier direkt erkennen. Hier hinten habe ich auf den ersten Blick erkannt. Auch hier die Säulen. Das hat auch was mit Freimaurerei zu tun. Diese ganzen Symbole hier. Und dann heißt es hier: Why is the Church of England hosting a Satanic Fashion Show von 2017? Dann gibt es hier diese Bilder, hier auch mit einem Pentagramm im Gesicht.
Ist aber weiße Magie, keine Angst, das ist nicht umgedreht. Dann gibt es hier auch noch so ein Teufelskostüm. Also ist schon skurrile Kunst, muss ich schon sagen. Halte ich selber von nichts, aber ist halt Kunst. Und ja, ganz unten hier, da wird halt erst gesagt, das sei satanisch. Das ist alles satanisch, wurde als erstes so gedeutet. Und dann heißt es aber auf einmal hier unten, It wasn't a satanic fashion show, but a Masonic fashion show. Puh, that's alright then. Also ist dann ein Sarkasmus hierbei, ne? Man hat das erst als satanisch gedeutet, dann hat man aber das hier gefunden. The Vigilant Citizen, Symbols Rule the World, Not Words Nor Laws. Da gibt es vielen Verschwörungskrams-Zeugs. Mit diesen Subliminal Messages, die auf den Grund gegangen werden wollen im Zuge der Verschwörungsscheiße. Jedenfalls wird hier eben gesagt, dass das nicht satanisch ist, auch wenn es hier steht, Satanic Fashion Show inside a church at London Fashion Week, sondern dass das eben freimaurerisch ist. Kann man jetzt zwar nicht lesen, aber es wurde verlinkt. Church of England is satanic, wants to call God a woman. Oh, dazu komme ich gleich auch noch später. Im nächsten Kapitel dazu. Komme ich auch noch dazu mit Gott als Frau und so. Oh, das wird satanisch. Das kann ich schon mal versprechen. Now they want to refer to God as female. I wonder why many pastors can see that the Anglican Church of England is full of Satanists. Also das hat jemand hier als persönliche Meinung kundgetan. Das will ich nur erwähnt haben, weil diese Meinung, die wird damit nicht alleine sein. Und ja, darauf sollte man auf jeden Fall eingehen, dass es das gibt. Und Mary Sherrod schreibt auf der Webseite: Wonders and Marvels im Gastkommentar King James I, Demonologist. Zitat: Im Jahre 1612 kulminierte die paranoide Fantasie des Königs von einer satanischen Verschwörung in einer der wichtigsten Manifestationen des jakobinischen Hexenwahns, den Gerichtsverfahren gegen die Hexen von Lancashire. Lancashire. Zitat Ende. Also ich bin wie gesagt aufgeregt, das zu lesen. Aber macht ja nichts. Dann hat man hier Wonders in Marvels, dann hat man hier wieder dieses Bild, was ich gerade gesagt habe, sich einzuprägen. Oh, wie manipulativ. Come on. Und hier kann man das halt dann lesen, dass das eben dazu geführt hat, was der König da gemacht hat mit dieser Hexenverfolgung. Und das ist einfach nur ein wahnsinniger König gewesen, will ich mal dazu sagen. Oder ein paranoider König, der eben von einer satanischen Verschwörung schon hier 1612 fabulierte. Und deswegen Menschen gestorben sind im Kampf gegen das Böse für das Gute. Oh mein Gott. Naja. Ein paar Jahrzehnte später wurde der englische Arzt John Locke ein einflussreicher Philosoph und Vordenker der Aufklärung, was für die meisten Verfassungen liberaler Staaten maßgeblich war. Gab es somit kurzum zur King James Bibelzeit einen Pamphletkrieg, wo sich gegenseitig offenbar der Satanismusvorwurf um die Ohren geschlagen wurde? So glaubte selbst George Washington an den diabolischen Plan der Jakobiner und verbotenen Illuminaten. Also der erste Präsident der Vereinigten Staaten, wenn man die Präsidenten davor weglässt. Jedenfalls, da hat es ja auch was gegeben. Jedenfalls ist dann jetzt hier die Sache: King James. In Amerika habe ich einen Verschwörungsfilm gefunden, also aus Amerika. New World Order Bible Versions heißt er. Und da wird dann die King James Bibel auseinandergenommen. Und da wird halt gesagt von wahren Gläubigen, dass halt eigentlich Jesus Gott ist. Dass der fleischgewordene Gott soll Jesus Christus von Nazareth sein, heißt es bei den King James Bibel Anhängern. Und da gibt es verschiedene Strömungen im Christentum und die streiten sich um die richtige Auslegung. Und da gibt es Zank und Streit und trotzdem ist überall die Verschwörung mit bei, wo man sich vielleicht einig ist, dass es die geben tut. Nur ist halt die Sache, wie man das betrachtet. Jedenfalls, will ich jetzt weiterlesen, sind die Templer im 13. Jahrhundert wegen christlichen Hass verfolgt worden, so sind sie mit Ketzern und vermeintlichen Hexen
oftmals Frauen und Zauberer nicht die einzigen Menschen, denn am besten kennen Verfolgung die Juden, die in der Geschichte durch die Ritualmordlüge einen Verschwörungsmythos ausgesetzt waren. Bloß 200 Jahre vor der paranoiden Fantasie eines Königs des 15. Jahrhunderts sind im 13. Jahrhundert 30 Ritualmordanklagen gegen Juden im deutschen Sprachraum dokumentiert. 4 in Spanien und Italien, 2 in Polen und eine in Ungarn. Sie endeten fast alle mit Pogromen und Hinrichtungen der Angeklagten, heißt es auf Wikipedia weiter. Also dieser fanatische Glaube daran, im Kampf gegen den Satan zu sein, der führt dazu, dass Menschen, die gar nichts damit zu tun haben, aber anders sind, deswegen, weil sie anders sind, sterben. Und das ist scheiße. Da muss man Kritik äußern dürfen. Doch wie kam es in der Geschichte der Verschwörungserzählungen dazu, dass Juden mit Satanismus in Zusammenhang gebracht wurden? Schon im Spätmittelalter und zur Zeit der frühneuzeitlichen Hexenverfolgungen gab es die Erzählung von einer Hexensalbe, was an die moderne Erzählung von Adrenochrom stark erinnert. Zumindest habe Abraham von Worms als jüdischer Kabbalist von dieser Flugsalbe samt Rezept berichtet und 1486 beschrieb Heinrich Kramer im zweiten Teil seines berühmten Hexenhammers, also im zweiten Band, dass sich Hexen behufs einer Salbe in die Luft erheben könnten, also behilfs. Diese werde aus Extremitäten von Kindern hergestellt. Vermutlich ähnlich wie Alraune galt diese auch als Hexendroge, die Halluzinationen oder wahnhafte Träume verursachte, also die Alraune. Doch dafür liegen keine Beweise vor. Und dann wirft er halt die Salbe ein oder reibt sich die Salbe irgendwie irgendwo auf und hat dann eben voll den Trip und glaubt fliegen zu können. Wer weiß, keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber logisch wäre es, wenn man auch alleine an Träume denkt, wenn man da mal das Gefühl hat, fliegen zu können. Das ist so ein geiles Gefühl, im Traum zu fliegen, wenn man einen Klartraum hat. Ich habe Klarträume manchmal. Und das ist dann richtig geil. Beziehungsweise, wie soll ich das beschreiben? Das ist euphorisch. Man fühlt sich richtig frei und kann durch die Lüfte fliegen. Es ist ein euphorisches, schönes Gefühl. Und wenn man sowas dann im Mittelalter gehabt hat, durch so eine Salbe, oder durch die Alraune meinetwegen auch, oder auch meinetwegen hier durch Ayahuasca oder, weil Ayahuasca, da ist ja auch Dingens drin. Dieser Tee, Guayusa-Tee, ist ja auch im Ayahuasca drin. Und Guayusa hat ja auch die Nebenwirkung der Klarträume. Und das ist eben zumindest logisch, dass es entstehen kann, sowas. Und dass man das als was Schönes empfindet. Aber dann wird da wieder was ganz Schlechtes draus gemacht. Ach ja, so ist das halt, ne? Finger weg von Drogen. Naja, gemäß der Aussage eines Onkels als Kriegsenkel über meine Oma als Kriegskind habe sie ihm gegenüber gesagt, dass die Juden vom Teufel abstammen. Was aus der BDM-Jugend, also Bund Deutscher Mädel, beziehungsweise propagierten Weltanschauung der Nazis stammt oder stammen wird. Weil das soll meine Oma zu meinem Onkel gesagt haben. Die Juden stammen vom Teufel ab. Yikes! So gibt es in einem Sammelband über die Nazi-Zeit ein Bild, das darin veröffentlicht wurde und den Ortseingang eines deutschen Dorfes zeigt, wo auf einem Schild die Aufschrift zu sehen ist: Der Vater der Juden ist der Teufel. Doch nicht nur das kann herausgefunden werden, denn gab es zur Nazi-Zeit auch die britische Faschistin und Hitler-Verehrerin Nesta Webster, die ebenso wie Hitler auf Grundlage der gefälschten Protokolle von Zion über eine vermeintliche Weltverschwörungsvertasterei Verschwörungsbücher schrieb. Also diese Antisemiten, ne? Zu denen es auf Wikipedia heißt: Alle Bewegungen und Strömungen, die seitdem den Lehren des wahren, gemeint ist des trinitarischen Christentums, widersprochen hätten, seien es Juden, Gnostiker, Drusen, Freidenker oder Sozialisten, identifiziert Webster ausnahmslos als Freimaurer und damit als Teil einer einzigen satanistischen und beziehungsweise antichristlichen Verschwörung. Zitat Ende.
Was? Auch die Sozialisten? Also sie hat Hitler verehrt, aber Sozialisten sollen Satanisten gewesen sein. Auch die Nationalsozialisten. Aber nein, sie ist eine Faschistin. Sie ist natürlich kein Satanist. Da ist mal diese tolle Logik wieder mal zu finden, die wieder überall Löcher hat, wie ein Käse. Weil der ganze Käse Käse ist, ne? Jedenfalls, Nesta Webster sollte man auch kennen. Ihre Bücher werden sogar noch bei Walmart vermarktet, wie man das im Internet finden kann. Ihre antisemitischen Schriften. Und ja, alles antichristliche Verschwörung nach ihrer Meinung. Der auch heute noch viel in der Verschwörungsszene, in Verschwörungsfilmen herumgereichte Baphomet wurde laut Wikipedia in südfranzösischen Protokollen des Templerprozesses als ein angeblich von den Tempelrittern verehrtes Symbol bezeichnet. Die uns bekannte Abbildung, also das sieht man jetzt auch hier neben Madonna unter mir, unter dem Video hier bei mir, da unten, da Madonna, neben Madonna, zu der komme ich später noch, ein bisschen ausgiebiger. Und da ist eben der Baphomet bezeichnet worden, beziehungsweise als ein verehrtes Symbol der Tempelritter. Die uns bekannte Abbildung stammt aus dem Jahr 1854 nach einer Fantasie von Eliphas Levi. Aber ist der Ursprung des vor allem auch im Black Metal benutzten Symbols unbekannt, sodass es zur Bedeutung der Wortherkunft auch nur Spekulationen gibt. Also, der Baphomet, wenn der mal benutzt wird im Metal-Bereich als Bild, dann ist das hauptsächlich zur Provokation, um sich auch lustig zu machen über die Reaktion. So funktioniert das. Man provoziert und man macht sich lustig darüber. Das erzeugt aber bei den anderen Ängste und die werden dann mit diesen Ängsten wieder zurückschlagen wollen gegen dieses vermeintliche Böse. Ist leider so. Ich habe damals auch oft ein Pentagramm getragen. Also den meisten Pulli, den ich damals in meiner Schulzeit getragen habe, das war von Danzig gewesen. Da war ein Totenkopf drauf mit Hörnern und ein umgedrehtes Pentagramm in Blut. Ja. Zumindest entstand die Darstellung aus verschiedenen, weitaus älteren Gottheiten heidnischen Ursprungs. Lediglich im Jahr 1307 wurde es mal beschrieben als ein verehrtes Idol. Es ist besonders fraglich, dass Anschuldigungen stimmen, wenn Geständnisse unter Folter erbracht wurden, wie geschehen. Also das macht man ja auch heute eigentlich nicht, es sei denn, man ist in Russland, dass eben Geständnisse unter Folter erbracht werden. Das macht man nicht, das ist nichts wert. Gestehe, unterschreibe hier, dass du das und das gemacht hast. Aber ich war es doch nicht. Nein, unterschreibe, sonst werden wir dir nur noch dein Lulu abmachen. Ne? Naja. So wurden nicht nur die Templer im 14. Jahrhundert von der Inquisition als Ketzer beschuldigt, einen Götzendienst geleistet und den Teufel verehrt zu haben, sondern kam es vor allem in Frankreich dazu, dass Freimaurer ebenso den Weg der Templer gegangen sein sollen. Zum Ende des 19. Jahrhunderts gab es den Taxilschwindel, wovon eine angebliche Enthüllung geheimer satanischer Riten auch im 21. Jahrhundert noch von Leo Taxil abgeschrieben werden. Oder angebliche Enthüllungen, wie auch immer. Waren in Frankreich der Taxilschwindel ein von 1885 bis 1897 andauernder Schwindel in Frankreich, so gab es davor von 1879 bis 1881, auch schon ein bisschen davor, im Kaiserreich eine öffentliche Debatte über den Einfluss des Judentums. Die Judenfrage, auch wegen Börsenkrach von 1873, wozu auf Wikipedia nachzulesen ist, der Streit machte das Schlagwort Antisemitismus, das Moritz Steinschneider 1806 geprägt und der Journalist Wilhelm Marr 1879 in Umlauf gebracht hatte, landesweit publik und trug die Diskussion darüber in das deutsche Bildungsbürgertum und in die Universitäten hinein. Zitat Ende. Nach der Reichsgründung von 1871 kam es somit zu Verschwörungserzählungen erst in Deutschland über ein sogenanntes Weltjudentum. Mit dem Antisemitismusstreit, also der Berliner Antisemitismusstreit, und in Frankreich über eine vermeintlich satanische Freimaurerei. Also, und heute haben wir dann in Amerika,
einen quasi Satanismusstreit. Dann wird sich darüber gestritten, dass das ja alles satanische Eliten seien, die uns regieren würden. Und wir guten Christen, wir würden wieder gegen das Übel aufstehen, wie damals in Berlin, das mit der antisemitischen Bewegung passiert ist. Ne? Wiederholt sich da etwa die Geschichte der radikalen Christen, jetzt gerade in Amerika? Es war aber auch seit der Gründung des Illuminatenordens in einem Jahrhundert zuvor, 1776, schon da nichts Neues. Es war aber auch seit der Gründung des Illuminatenordens in einem Jahrhundert zuvor, 1776, schon da nichts Neues, als nach den Verbotsedikten der 1780er Jahre im Jahr 1797 John Robinson das Buch Proofs of a Conspiracy in die Welt brachte, laut dem Illuminaten Freimaurerlogen unterwanderten. Oh, diese bösen deutschen und französischen Logen. Müssen wir aufpassen. Selbst George Washington glaubte am Ende des 18. Jahrhunderts als Freimaurer, dass es ein diabolischer Plan sei, das Land durch die Demokratische Partei zu unterwandern, als er im Briefwechsel mit einem Snyder stand, der das Buch des ersten Generalsekretärs der Royal Society ihm zukommen ließ. Also, dieser John Robinson, der ist der Generalsekretär der Royal Society gewesen. Wow! Und dann gibt es eben John Robinson, einen Physiker, der war eben hier bei der Royal Society of Edinburgh, General Secretary. Wow! Und der hat halt hier über die Infiltration der Freimaurer durch den Weißhauptschen Orden der Illuminaten geschrieben. Gut, das war zu der Zeit gewesen. 1739 bis 1805 hat er gelebt, der John Robinson. Das war zu der Zeit gewesen, als er Proofs of a Conspiracy 1797 geschrieben hat und die Illuminaten schon verboten waren. Gelesen habe ich sein Buch noch nicht. Jedenfalls hat es das hier gegeben. Er war Wissenschaftler gewesen und hat als Wissenschaftler eben an so eine Verschwörung geglaubt, die die Religion beseitigen würde. Damit nehme ich das hier, Proofs of a Conspiracy Against All the Religions and Governments. Dann gab es noch diesen Briefwechsel mit einem Snyder, habe ich auch gefunden, die Briefe im Internet. Habe ich jetzt aber hier gerade nicht verlinkt, kann ich aber trotzdem in der Beschreibung reinsetzen. Und da gab es eben diesen Snyder, der hat halt George Washington geschrieben, ey Digga, guck mal hier, hier gibt es dieses Buch, hast du schon gelesen, da ist doch eine dicke Verschwörung hinter. Oder so ähnlich hat er das halt gesagt, und um das ein bisschen humorisch, mit Humor zu betrachten. Und da hat halt Washington gemeint, ja Mann Digga, ich habe das auch gesehen, ich sehe das ähnlich wie du. Das ist ja echt krass, was du mir da für ein Buch geschickt hast. Alter! Und dann hat auch eben George Washington als Freimaurer daran geglaubt. So leicht geht das. Naja, daran kann abgelesen werden, dass der Verschwörungsglaube vor hunderten Jahren so auch ein Phänomen von Eliten war. Und auch weitere US-Präsidenten kamen darauf zu sprechen, wie Kennedy, also John F. Kennedy, über eine monolithische Verschwörung, wo es im Kalten Krieg viel um Geheimhaltung und verdeckte Operationen ging. Weil wenn man eine Verschwörung aufdecken will, dann sollte man sich mit verdeckter Operation beschäftigen. Aber das machen ja die wenigsten Verschwörungsheinis. Denen geht es immer nur um diese satanische Verschwörung und nicht irgendwie um irgendwelche verdeckten militärischen Operationen, wovon es viele Tausende gegeben hat, die auf Umsturz gerichtet waren, ne? Und dann einen Diktator installiert haben. Aber darum geht es denn meistens nicht. Hauptsache, man kann hier irgendwas gegen aktuelle Themen sagen. Da ist jetzt das Thema Corona aktuell, dann heißt es, es ist eine Verschwörung von diesen Satanisten. Die wollen uns alle einen Chip spritzen, damit wir alle Mark of the Beast haben, damit die Prophezeiung sich erfüllt und wir alle 666 in unserem Blut haben oder unter unserer Haut. Und dann kommt wieder was anderes, dann kommt hier, weiß ich nicht, Ukraine-Krieg oder sowas, und dann heißt es wieder, da wird eine Weltregierung geschmiedet. Das ist alles dazu da, um die Welt zu spalten und dann eine Weltregierung zu schaffen. So oder so wird das dann irgendwie laufen. Und ich hoffe mal, dass das Video dann auch Anklang findet bei Menschen, die eben diese Sachen auch
sich reinziehen und dann aber nicht genau wissen, was sie davon halten sollen, weil man eben noch nicht diesen ganzen Unterbau kennt, der eben zum Beispiel in solchen wertvollen und seltenen heutzutage Bücher noch drinne ist. In Pursuit of Satan, The Police and the Occult. Ich werde auch noch bald ein neues Buch kriegen, ein neues altes Buch von 2010. Das hier ist, wie gesagt, von 1990 ungefähr. Habe ich mir aus Amerika bestellt. Hat lange gedauert, aber das war es wert, das Warten. Und ja, wir müssen voneinander lernen oder sollten voneinander lernen und deradikalisieren. Weil mit Gewalt kann das nie was werden. Wenn eben Redekünstler so gut geschickt darin sind, ihren Hass in Liebe zu verpacken. Das geht nicht. Das kann man nicht machen. Und wenn man das einmal erkennt, dann muss man über diese Manipulation reden. Und deswegen mache ich das hier. Ich habe keinen Bock mehr darauf, was Alex Jones da für eine Scheiße verzapft hat und noch verzapfen wird. Das ist der springende Punkt. Und dann beende ich mal jetzt auch dieses Video, weil man sieht, demnächst wird es hierum gehen, neue Weltordnung. Habt euch lieb. Bis dann.